Ja, Sie brauchen keine Angst haben. Ich werde die 10 Minuten, die Herr Kaneel vorgelegt hat, nicht ausschöpfen. Bitte? Naja, ich habe mitgestoppt, es war mehr, aber egal, wollen wir es nicht streiten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, die deutsche Nation ist wie jede andere Nation auch die Gemeinschaft von Menschen gleicher Abstammung, gleicher Tradition, Sitten, Bräuche und vor allen Dingen gleicher Landessprache. Deutsch ist die Sprache Goethes, Schillers, Brechts, Schopenhauers, ja, und auch die Sprache von Karl Marx. Interessant zu wissen wäre, was Marx zur gendergerechten Sprache zu sagen hätte. Der Stadtratsbeschluss zur Umsetzung der geschlechtergerechten Sprache trägt den Titel Otto meint alle. Gemeint ist wohl Kaiser Otto der Große. Dieser dürfte bestenfalls Althochdeutsch gesprochen haben mit einem stark fränkischen Dialekt. Und das Anliegen der gendergerechten Sprache wird er nicht einmal verstanden haben. Doch es geht Ihnen, die diesen Unsinn beschlossen haben, dabei gar nicht darum, alle, sondern vielmehr niemanden zu meinen. Wer bei einer gruppenbezogenen Ansprache jeden individuell und persönlich ansprechen möchte, stiftet nichts als Verwirrung und ist nicht in der Lage, seine eigentliche Botschaft unter das Volk zu bringen. Anders ist das bewusste Herbeiführen einer babylonischen Sprachverwirrung nicht zu erklären, die mit solcherlei Beschlüssen und Handlungsanweisungen institutionalisiert werden soll. Während der Magdeburger Stadtrat durch Einführung der sogenannten gendergerechten Sprache im internen und externen Schriften der Stadt eben diese der Lächerlichkeit preisgibt, lehnt der Rat für deutsche Rechtschreibung als die zentrale Instanz in Fragen der Rechtschreibung deutschsprachiger Länder die Aufnahme von geschlechtergerechter Sprache anzeigenden Sonderzeichen wie Gendersternchen, Gendergap, Kolon oder Binnen-I in das amtliche Regelwerk auch weiterhin strikt ab. Ebenso spricht sich mit 65% eine deutliche und wachsende Mehrheit der Deutschen gegen die Verwendung norm- und regelwidriger Formen sogenannter gendersensibler Sprache in Presse, Medien, Radio und bei öffentlichen Anlässen aus. Dies alles altersunabhängig und ungeachtet der parteipolitischen Präferenz der Befragten. In der Präambel des erlassenen Leitfadens für gendergerechte Sprache ist zu lesen, und ich zitiere: Gendergerechte Texte sollen sachlich korrekt sein, verständlich, lesbar sein, vorlesbar sein, Rechtssicherheit und Eindeutigkeit gewährleisten, für die Lesenden bzw. Hörenden die Möglichkeit zur Konzentration auf die wesentlichen Sachverhalte und Kerninformationen sicherzustellen. Zitat Ende. Ein kurzes Beispiel aus dieser Dienstanweisung für die Berechtigungsverwaltung des elektronischen Verfahrens im Haushalt, Kassen- und Rechnungswesen mit Stand vom 12. April 2021 entlarvt den ganzen Irrsinn dieses vorgenannten Leitfadens. Ich zitiere aus Punkt 3.1. Bestellung, Berechtigungsverwalter, Sternchen in und stellvertretende, Sternchen r, Berechtigungsverwalter, Sternchen in. Durch den Oberbürgermeister, hätte man, glaube ich, auch gendern müssen, aber egal, sind ein Sternchen E, Berechtigungsverwalter, Sternchen in und ein Sternchen E, stellvertretende Sternchen R, Berechtigungsverwalter, Sternchen in für die Finanzsoftware zu bestellen. Zitat Ende. Ja, das finde ich auch. Dieser Text ist weder verständlich noch lesbar, geschweige denn vorlesbar. Auf die wesentlichen Sachverhalte und Kerninformationen kann man sich ebenso nicht sichergestellt konzentrieren, wie das im allgemeinen Deutsch verständlich ist. Der Genderwahnsinn ist ein Problem aus dem universitären Elfenbeinturm linker Langzeitstudenten, die sich jetzt ENS Professorex für Gender Studies nennen dürfen. Denen sind die wahren Probleme der Bürger Magdeburgs vollkommen egal. Der vielbeschworene kleine Mann der Straße, der mit seinem Steueraufkommen die Universitäten am Laufen hält, versteht diesen Unfug nämlich nicht nur nicht, sondern er hat im Alltag mit echten Problemen zu kämpfen. Die Aussicht, nach 40 Erwerbsjahren keine auskömmliche Rente zu beziehen, lässt sich eben nicht weggendern. Und wenn es den Protagonisten dieser Sprachzersetzung um die Sichtbarkeit von Frauen und sexuellen Minderheiten und damit um deren Rechte geht, wieso befürworten dieselben Kreise dann auch den Zuzug von Millionen Menschen aus zumeist archaischen Kulturen, die eben damit ganz und gar nichts am Hut haben?
wollen Sie diese Probleme dann auch weggendern. Stattdessen wird täglich ein neues Geschlecht entdeckt, das sprachlich abgebildet werden muss, täglich eine neue sexuelle Spielart, die Einzug in die Sprache finden muss. Meine Damen und Herren, die menschlichen Geschlechter sind mit Damen und Herren reichlich genug ausdifferenziert. Sprache verändert sich zwar ständig, doch bildet diese eben immer die organische Lebenswirklichkeit ab. Was hier nun neuerdings auch in die Verwaltung Einzug gehalten hat, ist keine Veränderung aus sich selbst heraus, sondern eine aktive Dekonstruktion, um nicht zu sagen Zersetzung der deutschen Sprache als elementaren Bestandteil der deutschen Kultur. Dies findet keine Mehrheit in der Bevölkerung und meine Fraktion wird immer dagegen kämpfen. Wir werden deshalb diesen Antrag, falls er heute wie zu erwarten, von den hier anwesenden Vertretern der selbsternannten demokratischen Parteien abgelehnt wird, jedes halbe Jahr wieder auf die Tagesordnung setzen. Wir werden darüber hinaus eine Sammlung besonders wertvoller Zitate und Aussagen des Gendersprech in der Magdeburger Verwaltung anlegen und diese zur kopfschüttelnden Belustigung der Mehrheit der Magdeburger veröffentlichen. Kümmern Sie sich endlich um die wahren Probleme unserer Stadt, denn es gibt mehr als genügend. Die deutsche Sprache in der Verwaltung unserer Heimatstadt durch Gendersprech und Genderschreib zu verhunzen, stellt keins davon dar. Beenden wir deshalb diesen Unfug. Stimmen Sie heute für unseren Antrag. Otto gendert nicht. Vielen Dank.